Böse Zungen sagen, die Findingis ist die Altherrenklasse. Das stimmt aber überhaupt nicht, sagt uns zumindest Uli Breuer. Extrem athletisches Boot, oder? Ja, besonders auf dem Vorwindkurs ist es ganz extrem. Und ich glaube, wer da 20 Minuten durchhält, der hat es auch geschafft. Aber ansonsten ist das wirklich hammerhart Vorwind, ja. Hältst du dich extern fit oder hältst du dich beim Segeln fit? Ja, da ich sie jetzt erstmal 2 Jahre lang ein Haus gebaut habe, konnte ich mich nur mit dem Hausbau fit halten. Aber ansonsten muss man natürlich echt eine ganze Menge im Winter tun, um dann auch da auf dem Vorwindkurs zu überleben. Ja. Was macht denn dieses Boot aus? Du hast mir erzählt, du warst am Gardasee, da waren 400 Boote auf einmal. Ja. Ist das dann so eine Riesenfamilie, der Ü40-Segler? Ja, das muss man schon sagen und das zeichnet auch die Finn-Klasse aus, dass wir wirklich diese Altherren, aber wenn ich dann welche sehe mit 75, die auf dem Gardasee noch 2 Wettfahrten am Tag machen und da ihr Ding über den See schaukeln, das ist natürlich wirklich hammerhart. Und wenn man so am Ende noch mit 75 noch segelt, dann hat man es, glaube ich, geschafft mit dem Segeln. Auf jeden Fall. Also das Boot ist 4,50 lang, ja. 10 Quadratmeter. Mhm. Was macht das Boot noch aus? Ja, was das Boot ausmacht, ist, sagen wir, dass wir auch mit dem Carbonmast, einen Carbonmast haben und der natürlich auch abgestimmt ist dann aufs Gewicht und dadurch, dass man auch in der hohen Range segeln kann. Also einer mit 90 Kilo kann genauso segeln wie einer mit 120 Kilo, der einen härteren Mast dann einfach hat. Ne? Was, wenn man nur 50 wiegt? Dann wird die Luft dünn. Also meine sollte Frau, man auf den Laser umsteigen? Ja, sollte man vielleicht auf den Laser umsteigen oder andere Bootsklassen, da wird die Luft wirklich dünn und das ist also nicht zu empfehlen dann, ja. Du warst schon mal deutscher Meister, du führst jetzt hier auch. Was machst du besser als die anderen im Moment? Ich glaube Vorwind. Ich bin noch etwas fitter Vorwind und fahre vielleicht noch ein bisschen schneller Vorwind. Aber auch da, wie heute, haben wir ein bisschen weniger Wind. Dann ist die Luft dann auch wieder dünner, alles wird gleicher und dann auch alles wieder enger hinten raus. Ja. Okay, Uli, vielen Dank. Viel Spaß gleich. Danke. Sei athletisch. Ja, danke.